Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Damit sind wir jetzt bei unserer dritten Konstruktionsübung. Das schaut dann so aus. Heute haben wir gegeben, B ist 6 cm, C ist 8 cm und Alpha ist 47 Grad. Wie immer mache ich mir meine Skizze, beschrift sie ordentlich. Hol mir dann meinen farbigen Stift und schau, was habe ich denn diesmal gegeben. Ich habe die Seite B gegeben. Ich habe die Seite C gegeben. Und ich habe den Winkel, der da zwischen den zwei Seiten ist. Ja dann, legen wir wieder los. Ich fange also an mit der Seite C. Einmal beim Nuller. Einmal beim 8er, dann haben wir da A, dann haben wir da B. Als nächstes brauche ich den Winkel Alpha, 47 Grad. Ich zeige jetzt einmal beide, verwende aber dann die zweite Konstruktion. Also früher mal haben wir das also hingelegt, den Nuller auf dem Scheitel, der ist jetzt, wie man aus der Skizze sieht, beim Eckpunkt A. Und dann habe ich da zum Zählen angefangen, das ist wieder der gelbe Streifen auf der Seite da, bis ich da bei 40, 45, 46, 47 bin und haben wir da den Strich gemacht. Jetzt probieren wir es andersrum. Ich gehe mit dem Nuller zum Scheitel A und fange jetzt da an, einmal das Dreieck zu drehen. Man sieht es so nicht, 10, 20, 30 und so. Wir müssen jetzt bis 47, also ich kann gleich mal grob da irgendwie auf 47 gehen, weil ich muss es ja wieder neu einrichten. Den Nuller genau auf den Scheitel und dann haben wir da, man sieht es jetzt genau da, 47. So. Wenn das Lineal jetzt schon so da liegt, gell, ich habe die Seite B, die ist genau 6 cm. Naja, da brauche ich ja nichts mehr tun, das Lineal liegen lassen und einfach bei 6 da eine Markierung machen. Dann haben wir da sofort den Eckpunkt C. Dann schnappe ich mir wieder meinen weichen Bleistift, kann jetzt B und C verbinden. A und B und A und C. A, B, C, Alpha, Beta, Gamma. Das auch nennt man Seite, Winkel, Seitesatz. Viel Spaß beim Nachmachen.